Vielleicht hat er ja auch einfach verschlafen. Ich meine, ich bin jetzt im Moment, heute zumindest, heute Nacht der Letzte, der sich über sowas beschweren dürfte. Vor allem gerade du, dass du verschläfst. Ja, ja. Normalerweise bist du immer da. Richtig. Okay, wow. Ach nee, geht noch nicht los. Ich wollte gerade sagen, gleich von der Transition in den Run rein, das ist auch ungewohnt, aber nein. Passt. Aber ich dachte zuerst, der hat irgendwie Ähnlichkeit mit Charlie Sheen, der Runner. Also jetzt so von der Seite nicht mehr unbedingt, aber wenn man den von vorne sieht, so ein kleines bisschen. Ja, ein bisschen. Ich habe gerade, kommst du mal gerade auf den Server drauf, bist du so Horare macht momentan was Komisches. Warte. Ich will da nichts machen. Also, okay, ich guck mal kurz. So, ja, jetzt geht natürlich der Run los. Ich guck gleich, was? Update your profile? Ja. Was, das meinst du? Genau, soll ich einfach Update machen oder? Ja. Oder komme ich auf die Schedule drauf? Moment. Oh. Ich würde nichts verstellen, deswegen. Achso, nee, ansonsten. Okay, geht schon. Ah, okay, gut. So, dann gehe ich mal wieder runter vom Server, dann versuche ich mal so ein bisschen was vom Spiel zu kommentieren. Wie gesagt, da wäre ich jetzt, nicht wäre ja nicht mal als Nebenkommentator eingetragen gewesen, hätte ich aber so spontan Nebenkommentare gemacht, aber leider ist der gute Timing jetzt nicht da. Wie lange geht das Event? Bis Sonntag. Bis Sonntag, so ziemlich gegen Mitternacht war das, glaube ich, zu Ende. Ja, 2 also, Uhr meine ich. Achso, doch ein bisschen später? Ich glaube, montags morgens 2 Uhr haben wir Veranstaltung. Ah, okay. Na gut, okay, dann doch ein bisschen später. Ja, so wie gesagt, also Rockman Forte bzw. Mega Man. Ich, wie gesagt, ich komme da immer so ein bisschen durcheinander, welches Mega Man das jetzt ist. Auf alle Fälle, das mit, oh Gott, wie hieß er nochmal? War das Zero oder Bass? Auch da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Verdammt. Ach, könnt ihr nicht einfach das die ganz klassischen Megamans hier ständig zeigen? Dann kann ich sowas wenigstens schon vor Tagen kommentieren. Das wird auch langweilig. Ja, gut, stimmt auch, ja. Ja, aber grundsätzlich haben wir in dem Megaman halt auch unseren Aufladeschuss. Wir können sliden. Wir haben am Anfang gleich den Green Devil. Also, ja, den Yellow Devil dürften die meisten Leute von euch kennen. Zumindest die Leute, die sich mit Megaman ein bisschen auskennen. Absoluter Hassgegner vieler Spieler. Hier der Green Devil, der ist noch relativ einfach. Aber das ist ja auch die Tutorial-Stage quasi gewesen. So, was wir jetzt hier haben, man hat es eben kurz schon gesehen, wir haben so Branching Paths, das heißt, wir können halt, wir haben nicht mehr so die klassische Auswahl aus den 8, beziehungsweise im ersten Teil waren es ja nur 6 Robot-Mastern, sondern wir haben quasi einen Weg vor uns, wir können aber immer so verschiedene Pfade wählen auf diesem Weg. Und jetzt sind wir bei Coldman. Ja, typischer Eisboss. Das ist ja so ein Megaman-Klassiker. Also die Eisbosse. Eis, Schnee, Kältebosse, wie auch immer. Ja, und hier müssen wir in dem Level so ein bisschen aufpassen auf die Plattform, weil die unter uns wegbrechen. Beziehungsweise teilweise müssen wir uns ja auch entsprechend runterfallen lassen. Ja, aber das macht die Stage halt relativ schwierig, weil wir gerade bei Abgründen halt ein bisschen aufpassen müssen, logischerweise. So, jetzt haben wir hier kurz einen Zwischenboss, einen Schneemann. Ja, einfach beschießen. Mehr ist es nicht. So, achso, ja, genau. Was ab und zu mal, also eventuell in dem Run, weiß ich jetzt nicht genau, aber was eventuell mal wichtig werden kann, ist, Stacheln sind natürlich Insta-Death, so wie man es von Mega Man kennt. Wenn wir uns allerdings von dem Gegner erst treffen lassen, dann haben wir ja so eine sogenannten I-Frames, also Invincibility-Frames, Unverwundbarkeits-Frames halt. Und wenn wir gerade unverwundbar sind und dann in Stacheln reingehen, dann sterben wir halt nicht sofort. Das heißt, das kann man eventuell auch in dem Spiel halt ab und zu mal ausnutzen, um irgendwo so ein bisschen abzukürzen. Also uns vom Gegner treffen lassen, dann ganz schnell über so ein paar Stacheln rüberrennen. Und dann halt rechtzeitig natürlich wieder runter von Stacheln. Sonst macht das ganz doll Aua.
So, wir sind jetzt hier bei Coldman. Traditionell, wie gesagt, in dem Teil bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es auch so ist, aber gehe ich mal von aus. Traditionell ist es bei den Mega Man-Spielen immer so, dass halt das größte RNG, was wir haben, dass das bei den entsprechenden Bosskämpfen auftaucht. Weil die Bosse haben für gewöhnlich immer mehrere verschiedene Bewegungsmuster und Angriffsmuster vor allem. Und ja, was die machen, ist dann halt teilweise RNG. Und ja, kann halt so ein bisschen Einfluss nehmen auf die Zeit, die wir für den entsprechenden Kampf brauchen. Und ich denke auch, dass hier wieder das Schwächeprinzip angewandt wird. Soweit ich weiß, ja. Okay. So, und hier, das finde ich halt immer nett, das ist nicht das erste Mal, dass. Oh, Moment. So, das ist nicht das erste Mal, dass sowas in Mega Man auftaucht, aber sobald wir eine neue Waffe haben, also von den Bossgegnern, kriegen wir dann immer deren entsprechende Waffen und Fähigkeiten. Und wir sehen da immer in so einer kleinen Vorschau auch schon, wie diese Waffe funktioniert. So, jetzt sind wir bei Burner Man. Burner Man, da gab es halt ja auch schon so ein paar Varianten, die tatsächlich sehr ähnlich sind, auch der Levelaufbau. Und ja, es ist im Grunde der klassische Feuergegner, wenn man so will. So, wir hatten jetzt eben schon gesehen, wofür man die Waffe von Cold Man auch noch einsetzen kann, diese Eissäule. Wir können nämlich da drauf stehen und dadurch konnten wir immer an einer Stelle so ein kleines bisschen abkürzen. Da wieder genauso. Okay, das Timing war jetzt ganz gut, weil genau in dem Moment wurde es auch wieder gemacht. Das war jetzt aber ein Zufall. Also nein, war natürlich alles so geplant. Das war so Natürlich. geplant. Genau. So, an der Stelle hat man eben gesehen, es ist ein bisschen fies, weil man an einigen Stellen durch den Boden durchfällt und da unten sind überall Stacheln gewesen. Als Speedrunner weiß man natürlich, wo man durchfallen kann, aber beim ersten Mal spielen kann das halt schon ziemlich mies sein. So, ja, hier durch die kleine Sperrpassage. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, welches Mega Man das gewesen ist hier. Wie gesagt, die heißen halt, also die Rockman-Teile heißen dann immer ein bisschen anders. In dem Fall Rockman Forte. Ich weiß halt nicht mehr, ja, wie dieser Teil hier, also welcher Teil das halt außerhalb von Japan gewesen ist. Mega Man und Bass. Ach so, Mega Man Bass. Okay, gut. Danke dafür. Auf alle Fälle, so ein paar Sachen, an die kann ich mich tatsächlich erinnern. Ein paar Sachen kenne ich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber mal gespielt habe. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Kann aber sein. So, ja. Hier sieht man mal, also du hattest ja vorhin gefragt wegen dem Schwächeprinzip. Hier funktioniert das Schwächeprinzip tatsächlich teilweise ein bisschen anders, wie man eben gesehen hat. Und zwar nehmen die Bosse nicht einfach nur durch, also weiß ich, Burner Man, also ich sag jetzt einfach mal, der Feuergegner, der Feuerboss, nimmt halt nicht irgendwie besonders viel Schaden an sich durch die Waffe des Eisbosses, also Cold Man in dem Fall, sondern wir haben so ein paar Funktionen. Burner Man konnten wir eben zum Beispiel mit der Eissäule nach rechts schieben, in die Stacheln rein, wodurch er dann mehr Schaden genommen hat. Okay. Wäre mit anderen Waffen logischerweise nicht gegangen. Ja. Aber find ich halt ganz interessant, dass man nicht einfach sagt, ja, die Waffe macht einfach mehr Schaden gegen den, sondern ja, dass man halt den Waffen halt spezielle Funktionen und spezielle Techniken herbeifügt, quasi, genau. So, wir sind in der Stage von Pirate Man. Pirate Man, ich überlege gerade, ob es da so eine klassische Variante gibt. Also auf alle Fälle so das Wasserlevel im Endeffekt, wie man hier sieht. Oder Wasser, ganz wichtig, sind wir von der Bewegung an sich nicht eingeschränkt. Also wir sind nicht irgendwie deutlich langsamer oder so. Wir können aber um einiges höher springen. Hat man ja eben schon ein paar Mal gesehen. Das ist natürlich meistens ein Vorteil, kann aber auch ganz schnell mal ins Negative gehen, wenn an der Decke zum Beispiel irgendwelche Stacheln sind. Ach ja, die Eissäule, ich habe es gerade gesehen. Die Eissäule ist unter Wasser nochmal um einiges effektiver. Man hat es eben an diesem U-Boot zum Beispiel gesehen. Das U-Boot, ja, das ist halt mit einem Treffer der Eissäule weg gewesen. Und da sieht man es gerade ganz gut. Die Eissäule funktioniert unter Wasser auch insofern ein bisschen anders, dass man die nicht nach links oder rechts schieben kann, sondern dass die einfach in Richtung Wasseroberfläche schwimmt. Das haben wir uns ja eben auch einmal zunutze gemacht.
So, ach ja, die Waffe, die wir nutzen, das ist jetzt die von Burnerman. Sieht zwar jetzt nicht unbedingt nach einem Flammenwerfer oder so aus, weiß auch gar nicht, was das genau sein soll. Sie sieht so ein bisschen nach Schallwellen aus. Na, auf alle Fälle, ja. In dem Fall ist es halt tatsächlich so, dass die Waffe einfach nur in Anführungsstrichen mehr Schaden macht. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich die Schwächewaffe gegen Pirate Man gewesen ist. Ob es da überhaupt so dann wirklich funktioniert, wie es Nö. vorher war oder wie es Ja. früher ist. So, und wir haben die Remote Mines bekommen. Da sieht man sie immer, heften sich an den Gegner ran und nach einer Weile explodieren die dann. So, okay. Ich habe mal eben ganz kurz reingehört, was Mr. Cap, genau, also was der Runner gesagt hatte. So, okay. Da hat man eben schon mal gesehen, dass man halt die, oder wie man die Waffe da auch einsetzen kann, beziehungsweise was man damit auch machen kann. Ja gut, hier sieht man es jetzt auch nochmal. Wir können hier im Grunde ein paar von diesen Riesenschrauben einsammeln. Die Schrauben, stimmt, das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist Währung in dem Spiel. Also wir können halt dafür, ich weiß gar nicht mehr, was man hier alles kaufen kann, aber in früheren Teilen war es halt so, dass man davon, was ich, Energietanks kaufen kann, konnte, so ein paar Upgrades und dergleichen. Oh Gott, ja, hier würde man es jetzt sehen, wenn das Ganze nicht auf Japanisch wäre. Aber oben links habe ich einen Helm gesehen. Also da können wir zum Beispiel einen Helm-Upgrade und so. Oder ein Leben, ich weiß gar nicht. Könnte auch einfach nur ein Leben sein. So, Groundman. Gab es in der Form auch schon, wobei die Stage, wie man hier sieht, ist halt so mehr pyramidenartig. Gab es an sich auch schon, aber gehört dann halt zu Pharaoh Man ursprünglich mal. Und Groundman, also so ein, ja, im Grunde so ein Bohrer, wenn man so will. In der einen oder anderen Form gab es den halt früher in den Mega Man-Spielen auch. Allein Gutsman geht ja schon in eine ähnliche Richtung. Gutsman ist ja so einer der bekanntesten Robotmaster. Hat ja auch die Seriennummer 002, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also der erste Roboter, der nicht Mega Man ist, quasi. Oder 003, ich glaube. Oh Gott, wie hieß sie nochmal? Roel, genau. Ich glaube, Roel hatte die Seriennummer 002. Aber da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle ist Gutsman der erste Gegner von Mega Man. Also der Gegner mit der niedrigsten Seriennummer. So. So, hier haben wir jetzt einen kleinen Zwischenboss wieder. Mit den Minen da. Wie hießen sie nochmal? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Mit denen ist der Zwischengegner halt um einiges einfacher, als er normalerweise wäre. So, und Mr. Cat muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil seine Energie ziemlich gering ist. So, hier müssen wir jetzt uns ein bisschen beeilen. Da gab es noch einen kleinen quasi Geheimgang. So, und hier haben wir, stimmt, dann kann ich mich sogar so ein bisschen erinnern. Ich weiß gar nicht, woher. Auf alle Fälle haben wir hier einen kleinen Trick angewandt, und zwar haben wir die Säule, also diese Eissäule über uns entstehen lassen. Und ja, okay, wow. Ja, und dadurch wurden wir so ein Stück nach unten gedrückt und sind halt schneller nach unten gefallen im Endeffekt. Und ich denke mir, Sliden gerade eben war auch eine Speedrun-Strat. Das Sliden ist an sich eine ganz normale Bewegung, Nee, aber. auf dem auf der Eisscholle meine ich. Ach so, ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Wie gesagt, ich kenne mich halt mit dem Speedrun an sich nicht wirklich aus. So, übrigens, Groundman hätte mit jeder seiner Attacken mindestens 4 Balken Schaden gemacht. Im Moment haben wir 3 Energiebalken noch. Das heißt, jede Attacke von ihm hätte uns getötet in dem Fall. Gut, dass wir nicht getroffen wurden. So, der ist. Brad Drill. Ja, den konnte man per Knopfdruck, glaube ich, auch aufteilen. Also wir haben im Grunde einen großen Bohrer, den wir nach vorne schießen. Auf Knopfdruck teilt er sich dann in 2 Bohrer, und dann nochmal auf Knopfdruck teilen sich diese beiden Bohrer nochmal in jeweils 2. Also insgesamt in 4. Oh, Tango Man. An Tango Man kann ich mich an sich sogar noch erinnern. Also sehr gut erinnern, weil
Tengu ist so das erste Monster aus der japanischen Mythologie, das ich kannte. Von Monster My Pockets. War auch immer mein Liebling bei Monster My Pockets. Falls das noch jemand kennt von euch. Ich kenne es gar nicht. Nee? Oh. Das sind so kleine Figuren, die man sammeln konnte im Endeffekt. Und die Series One, die war sehr interessant, weil es halt so alles Mögliche, weiß ich, so Vampir und Geist und Hydra, Tengu halt, Chimäre, so diese ganzen klassischen Monster halt waren. Hört Mit sich sehr auf viel jeden Fall Hintergrund. interessant an. Hatte die ganze Sammlung, plus den Vulkan, in dem die stehen, also in dem man die sa quasi sammeln kann, hat meine Mutter irgendwann weggeschmissen. Ah, das Ding ist heute doch einiges wert. Ich glaube so, Ist keine Ahnung, Freak. 200 Euro, 300 Euro. Was, dafür tut man sich ja auch oft. Ja, richtig. Man denkt sich, das ist Müll, schmeißt man weg und wer anders braucht es. Ja. So, Super Nintendo ist ja auch Müll, ne? Mutter. Ja. Obwohl die Nein. auch nicht so viel jetzt noch wert ist. Ja, ich weiß, aber die Spiele dafür, die waren eine Menge wert. Also die ich hatte damals zumindest. Nee, auf alle Fälle, ja, daher kenne ich halt Tengu an sich als Gestalt. Ne, und hier Tengu Man ist halt in dem Sinne mehr oder weniger der Windgegner in diesem Mega Man. Also wenn ich mal sage, so der Feuergegner oder der Windgegner, heißt das einfach, dass es ähnliche Gegner vorher schon gab, die halt irgendwie mit demselben Element zu tun hatten. Ja, also so, weiß ich, Windman, Stormman gab es, glaube ich, noch. Hier ist es dann halt Tengu Man. Und Tengu Man, ja, hier sieht man es gerade ganz gut. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat der tatsächlich relativ hohes RNG, je nachdem, was für Angriffe der macht, kann es nicht sein, dass wir dem eine Weile ausweichen müssen, ohne ihn wirklich treffen zu können. Oder wir können ihn zumindest nur schwer treffen. Aber der Kampf lief gut, so wie ich das jetzt gesehen habe. Also, ja, kein Problem. So, und hier sehen wir jetzt auch die Tengu Blade wieder im Einsatz. Ist halt eine Nahkampf. Ach nee, nee, Quatsch, damit können wir auch schießen. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber ist relativ unspektakulär im Vergleich zu manch anderer Waffe. Mit dem Tango Blade machen wir aber, glaube ich, bei King viel Schaden, wenn ich es richtig rauslese. Bei was? Bei Bei wem? King. Bei King? Okay, kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Hast du da eine Seite offen? Ja. Ah, okay. Ich kann es dir mal geben. Ja, kannst du gerne machen. Und hi, Christian ist leise. Schöner Name, auch wenn der nicht ganz so passt, wenn du im Chat schreibst. Also, das soll ich jetzt nicht davon abhalten, im Chat zu schreiben, ne? Aber finde ich mal lustig, sowas. Habe es mal in den Chat gepostet, da kann man Jo. ein bisschen durchklicken. Natürlich jetzt während des eigentlichen Runs ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen werde ich da jetzt so weit drauf verzichten, aber für die Leute, die da ein bisschen reingucken wollen. Das ist jetzt die Stage von. Von. Und wie ist der nochmal? Dieser Magier auf alle Fälle. Ich habe jetzt nämlich seinen Namen eben verpasst. Magic, nee, Jet King Robo. Nee, ich glaube, so hieß er nicht. Magic Card kriegst du von Magic Man. Ach so, ja, Magic Man dann. Gut, das hätte man sich auch denken können. So, hier haben wir jetzt auch gerade die Eissäule wieder benutzt. Also zweimal sogar, um halt so ein ganz kleines bisschen abzukürzen, beziehungsweise ein bisschen schneller oben auf die entsprechenden Plattformen raufzukommen. Das sind halt Techniken, man könnte theoretisch auch ohne leben, also sie sparen halt ein bisschen Zeit. Und dementsprechend will man das im Speedrun natürlich haben. Also generell ist es bei Mega Man so, dass man in den meisten Fällen zumindest keine, weiß ich was für komplizierten Glitches oder so benutzt, sondern halt, wenn überhaupt, dann meistens so eine kleine Optimierung. Übrigens, diese kleinen Stacheln hier, ich hatte ja vorhin gesagt, Stacheln töten uns instant. Die kleinen Stacheln, auf die trifft das nicht zu. Die rauben uns nur Energie. Achso, okay. Ich habe kurz mal reingehört. Ich dachte, er erzählt da jetzt irgendwas von einem Softlock oder so. Weil man hätte an der Stelle eben mit dieser Eissäule ein bisschen weiter nach rechts dashen können. Aber ja,
Er hatte dann angesetzt und da kann es halt nur passieren, dass die Eissäule dann frühzeitig explodiert und man halt ja im Endeffekt gar keine Zeit spart. Ich dachte, er erzählt da jetzt irgendwas von wegen, ja, dann kann das Spiel softlocken oder so. Aber nein. So, ja, die Magic Card. Sie sehen jetzt gleich wieder einen Einsatz. Im Grunde, ja, wer, weiß ich, die Waffe von Cutman aus dem allerersten Teil noch kennt oder generell alles, was so bumerangartig ist, der weiß auch ungefähr, wie die Karten funktionieren. So relativ geringe Reichweite, so ungefähr der halbe Bildschirm, würde ich sagen. Okay. Glaube nicht ganz. Und die kommen zu einem zurück, das heißt, man kann damit auch Gegenstände einsammeln. Das ist natürlich ganz praktisch. Dann denke ich mal, dass wir jetzt als nächstes Astroman machen. Oh, jetzt habe ich gar nicht. Ja, doch, das sieht aber nach Gut. Astroman aus. Also, ich habe jetzt gar nicht auf den Namen geachtet. Weil die Magic Card ist effektiv gegen Astroman. Ah, okay. Ja, das ist ja generell auch so ein Thema in Mega Man, dass man gerade beim ersten Spielen immer herausfinden muss, welcher Boss gegen welche Waffe halt schwach ist. In einigen Fällen ist es mehr oder weniger selbsterklärend, weiß ich, dass man zum Beispiel mit Feuer halt gegen Eisgegner sehr gut angehen oder mit Feuer einen Eisgegner sehr gut angehen kann, so. Oder andersrum, also ja eigentlich dann Wasser gegen Feuer effektiv. Feuer gegen Pflanzen ist meistens auch noch so ein Ding. Und Aber dann hört es dann, auch wieder auf mit dem logischen Menschenverstand. genau, einige Sachen sind dann doch eher unlogisch. Ja, Wobei unlogisch ist irgendwie relativ, steckt aber eigentlich fast immer irgendwas dahinter. Also nicht ganz, aber die meiste Zeit. Magie ist effektiv gegen Technik oder gegen Astro. Ja, irgendwie kann man sich das, glaube ich, zurechtlegen. Oh Gott, verschwindende Blöcke. Liebt jeder Megaman-Spieler, habe ich gehört. Also die sind gerade für Casual-Spieler ein absoluter Horror, die Blöcke. Das ist Das halt glaube ich. einfach nur auswendig lernen und genau wissen, wohin man dann springen muss. Aber ich habe schon so viele Megaman-Spieler fluchen hören. Achso, ja, was wir hier übrigens machen müssen. Moment. Ah, okay, cool. Da konnten wir uns durchklippen. Interessant. Also eigentlich hätten wir diese Schalter, die da zu sehen waren, in einer bestimmten Reihenfolge halt betätigen müssen. Ich hoffe, du hast dir was zu trinken eingegossen. Ich hoffe, der Harndrang war nicht zu hoch gerade. Nee, das haben wir zu trinken. Okay, gut. Ich bin beruhigt. Ein wenig enttäuscht, aber trotzdem Ich wollte es beruhigt. leise machen. Ja, also eigentlich hätten wir in der richtigen Reihenfolge auf diese Schalter treten müssen, so wie es uns vorher angezeigt wurde. Aber ja, wir haben uns da einfach durchgeklippt. So, und damit sind wir jetzt bei Astroman. Und ja, gut. Astroman hat das Feld geräumt. Vorläufig. So viel kann ich Vorläufig. schon mal verraten. Ja, gut, dass jeder, der schon mal Mega Man gespielt hat, wird sich denken können, dass wir jetzt nicht das letzte Mal gegen die entsprechenden Robot Master kämpfen. So, Copy Vision. Ah ja, stimmt, das war, also Copy Vision, damit können wir im Grunde einfach eine Kopie von uns erstellen, auch mitten in der Luft. Und die schießt dann eine Weile. Ich schalte den Stream an und höre, wen die einen schlechten Witz machen. Scheint alles beim Alten zu sein, oh ja. Anders kennst du es doch gar nicht, Yuki. Ach so, und guten Morgen. Genau, guten Morgen. So, irgendwie habe ich bei den letzten drei Grade 8 schon nicht mehr darauf geachtet, wer gegen wen wir da jetzt gerade antreten. Und Copy Vision ist effektiv gegen Dynamo ah, und okay. Atetimino. Foto. Okay. Na gut, aber ich glaube, Sieht aus wie ein Feuer aus. Es könnte dein Dynamo Nemo, sein. Dynamo, das klingt irgendwie Dynamo klingt nach Feuer. plausibel. Den hatten wir ja definitiv noch nicht. Und so viele Robot Master haben wir jetzt auch gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ist das der vorletzte oder der letzte jetzt? Hast du War der das? eins, Siehst zwei, drei, vier, fünfte oder sechste? ach doch, erst so wenig? Okay. Wir haben Pirate Man, Quant Man, Tengu Man, Magic Man,
Astroman und Coldman 6. Ach so, okay. Ich glaube, Burnerman fehlt noch. Ne, Burnerman hatten wir auch. Den hatten wir als zweites gleich. Gut, dann haben wir 7. Ah, okay. Dann ist es der letzte, Ah, Dynamo-Man. okay, cool. Ja, ganz kurz irgendwas. Ach so, ja, genau, wegen diesen schwarzen Räumen, die wir da eben gesehen haben. Da hätten wir jetzt eigentlich mal dem Licht quasi folgen müssen, um zu sehen, wo da Plattformen sind, wo wir landen können. Als Speedrunner kennt man die Räume aber in- und auswendig und kann da einfach so schnell durch. Muss man halt nicht auf das Licht warten. So, da ist ja schon der gute Dynamo-Man. Quasi so ein bisschen das Äquivalent zu den früheren Electromans und dergleichen. So, und ja, am Anfang haben wir jetzt hier den normalen Buster genommen, weil wir mit dem Charge-Schuss, also mit dem aufgeladenen Schuss, einfach deutlich mehr Schaden machen als mit so einem normalen. Und diese Copy-Fähigkeit, die wir gerade von Copyman, nee, wie hieß er, der davor? Magic Man. Alles, nee, von, nee, nee, nach Magic Man, der. Astroman. Ja, genau. Also diese Copy-Fähigkeit, die wir von Astroman gekriegt haben, das sind im Endeffekt ja auch nur ganz normale Schüsse. Also die machen nicht so super viel Schaden. Die sind halt eher dafür geeignet, Gegner an schwierigen Positionen zu erwischen. Aber so grundsätzlich, ja. Grundsätzlich brauchten wir das jetzt nicht. Brauchten wir die Waffe nicht unbedingt, um da mehr Schaden zu machen. So, das wollte ich sagen. So, hier holen wir uns jetzt wieder ein paar von den großen Schrauben. Also im Grunde haben wir in Anführungsstrichen Level 8 Räume und in jedem dieser Räume können wir halt eine Spezialwaffe benutzen. Also müssen wir halt immer diese Kisten kaputt machen. Das geht halt nur mit den Spezialwaffen. Und da kriegen wir dann jeweils eine von diesen Riesenschrauben. Und na, schön einsammeln. Gut. ja, und die wollen wir uns jetzt natürlich alle holen noch. Wir hatten vorhin halt schon mal 2 geholt, weil wir uns dann schon so ein paar Upgrades kaufen konnten. Achso, das war übrigens gerade die Waffe von Dynamo Man, die wir da am Ende noch gesehen haben. Achso, ja, so eine grundlegende Mechanik, auf die bin ich noch gar nicht eingegangen. Erstmal kaufen wir da ein bisschen Zeug. Wie gesagt, keine Ahnung, was genau er da kauft. Peaks sehe ich auf der rechten Seite. Na, egal. Was Grundlegendes, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, oben links ist natürlich unsere Energieleiste. Ja, Moment, ich warte mal kurz, bis er wieder irgendwo im Spiel ist, also bis man das auch sieht. So, also da links ist halt, also ganz links, das ist im Moment orange. Rote, ja, orange, ich sag mal orangene. Das ist unsere Energieleiste. Und rechts davon, das ist jeweils die Waffenenergie. Also jede Spezialwaffe, die wir benutzen, hat halt immer eine eigene quasi Munitionsleiste, wenn man so will. Und ja, die müssen wir dann halt zwischendurch immer wieder auffüllen, wenn wir sie weiter nutzen möchten. Das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Das gehört halt einfach zum Grundlagen von Mega Man dazu. Ist für den Speedrun jetzt. Also es ist keine Speedrun-Strat oder so, aber gibt ja Leute, die wissen es vielleicht noch nicht. Aber es ist so Rockman. Ah ja, stimmt, das ist ja Rockman, verdammt. Kein Mega Man. Genau. Also da auch noch mal ganz kurz: Die Mega Man-Spiele hießen in Japan damals Rockman und die hatten immer, na gut, das hatten sie auch in vielen Fällen, zumindest Englischen dann, aber die hatten immer irgendwelche Musikanspielungen. Also Rockman und Forte halt, Bass, Tremble ist mit dabei. Und habe ich noch irgendeinen vergessen? Ja, bestimmt, aber das sind so die bekanntesten Charaktere, die irgendwie irgendwas Musiktechnisches im Namen haben. Beat. Ein Ach Support-Item ja, für dich gab. stimmt. Stimmt, Beat gab es ja auch. Also es gab Beak und es gab Beat. Ich vergesse mal, dass es auch ein Beat gab. So, hier haben wir gerade die Fähigkeit von Dynamo Man eingesetzt. Ich will das mal so deutsch aussprechen. Das klingt aber irgendwie doof. Und da hat man auch gesehen, wie viel Waffenenergie das verbraucht. Ist halt eine mächtige Attacke, aber die kann man dementsprechend auch nicht allzu oft einsetzen.
So, ja, jetzt wird es ein bisschen dunkel wieder. Und ja, jetzt wird es wieder hell. So, achso, wir sind in den, ja, ich nenne es mal Wily Stages, auch wenn es hier natürlich nicht Wily ist, ab Mega Man X. Also Mega Man X spielt halt, ich weiß, also es ist ja nie ganz geklärt, wie viele Jahre, also nach Mega Man. Aber Mega Man war immer im Jahr 20XX, also ja, 2000 bis 2010 irgendwann. Und die Mega Man, also ab Mega Man X war es dann schon das Jahr 2XXX, also ja, alles zwischen 2000 und 2999. Yuki, sollst du gemein sein? Hä? Dann nicht gleich so. Nein, mache ich nicht. Muss ja noch Regie machen. genau, und in den Mega Man X-Teilen ist Dr. Wily natürlich schon tot. Genauso wie Dr. Light, also der Erfinder von Mega Man und von eigentlich so ziemlich allen Robot Mastern, beziehungsweise von den ersten Modellen zumindest. Die haben ja Wily und Light damals zusammen entwickelt. Und ja, und da gab es dann halt immer nach den eigentlichen, also nach den Robot Mastern, nach den 8 beziehungsweise 6 im ersten Teil, gab es dann mal die sogenannten Wily Stages. Da konnte man sich die Reihenfolge nicht aussuchen, sondern die muss man wirklich so nach und nach spielen. Und seitdem wird es halt eigentlich mal Wily Stages genannt, auch wenn es dann, weiß ich, die Sigma Stages in der X-Reihe zum Beispiel sind oder die, obwohl, nee, Korsak war ja in Teil 5, glaube ich, also im klassischen Teil 5. Aber im Endeffekt kann man es immer als Wily Stages bezeichnen. Das Das. müsste in dem Teil aber der Wily Tower sein. Ach so, okay. Also Das kann sollte sein. passen. Man kämpft auch später gegen die Wily Maschinen und gegen Wily Capsule. Ja, okay. Was für. Ist das jetzt satirisch gemeint? Ich weiß gar nicht. Also, ich weiß jetzt auch nicht, auf welche Info sich das genau bezieht. Nee, aber ja, in diesen Wily Stages wird halt immer so quasi nochmal alles abverlangt, was wir vorher mehr oder weniger gelernt haben. Und dementsprechend, ja, sind die halt auch ganz schön hart, teilweise. Vor allem Yellow Devil. Ja, damit kann man aber Mega Man Spieler so komplett ruhig stellen. Du brauchst nur mal Yellow Devil erwähnen und jeder schwelgt so in sehr, sehr negativen Erinnerungen und du hast deine Ruhe. Wahrscheinlich wird hier Spawn der Queen Devil sein. Der kommt, glaube ich, nochmal, ne? Wir hatten den ja ganz am Anfang mal. Das war natürlich sehr einfach gewesen. Soll halt Tutorial sein. So, hier auch eine kleine Anspielung an den Dragon. Ist auch ein Gegner. Jetzt muss ich gerade überlegen, in welchem Teil der vorkam. War das schon im ersten? Ich glaube nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf alle Fälle, der Dragon ist halt auch ein sehr ekelhafter Gegner gewesen. Sehr, also nicht, sagen wir nicht allzu beliebt. Und da mussten wir halt auch am Anfang erstmal von links nach rechts über Plattformen überspringen und ihn dann am Ende bekämpfen. Hier ist es ein kleines bisschen anders, aber die Plattformen sind zumindest da. Hier müssen wir halt, während wir die ganze Zeit noch nach. Moment. Ah, okay. Also mir war von Anfang an schon klar, dass der Tod jetzt beabsichtigt war gerade, weil. Wahrscheinlich wieder Cutscene. Ja, genau. Also in dem Moment, in dem wir den Gegner da töten, wird halt der nächste Checkpoint gesetzt. Und ja, wenn wir dann sterben, landen wir halt beim nächsten Checkpoint logischerweise. Und das geht halt auf die Art ein bisschen schneller, als wenn wir da jetzt, ja, als wenn wir da jetzt einfach abgewartet hätten. Nur er hatte das eben so billig gespielt, dieses Oh no. Da wusste ich schon ganz genau, okay, das war jetzt beabsichtigt. Ich wusste nicht genau, weswegen. War nicht sarkastisch gemeint, okay. Wie gesagt, ich wusste jetzt nicht genau, auf welche Info das bezogen war. Ich sehe Namen, die mir bekannt vorkommen. Heidewandris de Brontis. So, Entschuldigung, ich habe das eher irgendwie verschoben in deinem Namen. So, das muss jetzt King sein. Das kann sein. Auf alle Fälle schießt er mit Xen auf uns. Und theoretisch müsste er jetzt den Lightning Bolt aussuchen, Er der ist da effektiv sein auch. müsste.
Moment, ich hör kurz rein. Also, okay, also, oh wow, okay. Er hat sich so ein bisschen out of bounds geglitscht. Nee, was wir gemacht haben, wir haben halt den Lightning Bolt ausgewählt, sind dann in die Luft gesprungen und haben quasi im ersten Frame oder so früh wie möglich, während wir nach oben springen, haben wir den Lightning Bolt benutzt und dadurch werden wir so ein bisschen nach unten gedrückt, sind im Boden drin und können dann im Grunde ja, den Raum da verlassen. So, das ist jetzt der Jet King Robo. Und Waveburner müsste effektiv sein. Ah, okay. Hier nutzen wir, haben wir jetzt aber einmal den Lightning Bolt kurz benutzt. Vielleicht bist du jetzt auch schon ein Gegner weiter, weil den von eben haben wir ja gar nicht bekämpft. Nee, ich bin ja schon bei dem jetzt. Ach so, okay. Na gut. Ja, ich versuche mir das immer zu merken, Frontis. Nur bei so vielen Namen oder bei so vielen Leuten, die dann sagen, weiß ich, kannst mich so nennen, kannst mich so nennen, da entfällt mir das manchmal. So, Mr. Cap, Entschuldigung, Mr. Cap meinte eben schon, ich frage mich, was uns hier erwartet. Ja, ich habe so eine Ahnung. Ich würde mal sagen, das klingt so ein bisschen nach Grade 8. Refights. Oh, Yuki ist ein bisschen auf Krawall gebürstet heute, ne? Ja. Naja, sie hat noch keinen Kaffee gehabt. Ja, da ist das verzeihbar. Ich auch Da mal, wenn ich ist sie immer so ein muss. bisschen aggressiv und unausstehlich. Ja, stimmt, mir fehlt auch gerade eine ganze Nacht noch keinen Kaffee getrunken. Komisch. Oh, lebst ja trotzdem noch. Also ab jetzt nie wieder Kaffee trinken. Alles Also andere ich bin gewöhnt ja alles. überhaupt kein Kaffeetrinker, deswegen. Obwohl Eiskaffee trinke ich tatsächlich ganz gerne mal. Ist mir jetzt vor kurzem gerade wieder bewusst geworden, weil ich im Aldi, glaube ich, war das, weil ich da Eiskaffee gesehen habe und den musste ich da unbedingt mal mitnehmen. Okay. Ja, das ist, habe ich schon lange nicht mehr. Okay. Eiskaffee. Und Dann hallo, Bruder lieber sei. richtigen Kaffee und kalt werden lassen. Ja gut, ist dann ja auch fast Eiskaffee. Naja, nicht wirklich. Eiskaffee ist ja dann noch mal ein bisschen was anderes. Oh, Nochmal siehst du? gesüßt und nochmal Zucker drin und alles andere Genau. so eine. Ist aber bei Eiskaffee, da verstehen Yuki und ich uns. Wie geht's euch so? Müde. So ein bisschen müde. Ich habe halt tatsächlich auch relativ wenig Schlaf abbekommen. Müde und schuldbewusst. Wegen dem verpassten oder wegen dem verpennten Commentary von. Ich bin topfit. Okay. Und das, obwohl deine Regieschicht fast vorbei ist jetzt, glaube ich, ne? Die ist schon vorbei. Ach so, ach, ist sogar schon. Okay. Ja. Ich habe da noch ein, zwei Stündchen, bevor ich ins Bett gehe. Okay. Da kannst du dann aber ausschlafen, hoffe ich. Ja. So ziemlich. Okay, na immerhin. Einkäufe erledigen und dann heute Abend erst wieder. Ach Frühstücken. so. Oh, naja, gut, das geht ja noch. Ich guck gerade, jetzt nach den Super Monkey Ball-Dingern. Ja, 13:23. Ja, obwohl ich habe jetzt noch nicht aktualisiert. Aber zu Lost Kingdoms bin ich dann ja wieder am Kommentieren. Übrigens, hier sind gerade die ganzen Refights. Also in den klassischen Mega Mans war es ja so, dass wir dann für die Refights gegen die Great Eight, also gegen diese Robot Master, dass wir dann in einem Level gelandet sind, das im Grunde nur aus 6 bzw. 8 Teleportern bestand. Und bei jedem Teleporter sind wir dann halt zu einem der Great Eight gekommen. Hier ist es halt in dem Sinne noch ein komplettes Level, das wir absolvieren müssen. Und während des Levels kommen wir halt oder treffen wir halt immer wieder auf der Bossgegner, die wir irgendwann im Spiel schon mal besiegt haben. Ah, im Urlaub Schlafstörung. Na gut, ich bin der Meinung, im Urlaub ist es immer noch ein bisschen angenehmer, oder was heißt angenehmer, aber nicht ganz so schlimm, als wenn es dann während der Arbeitszeit passiert. Im Urlaub kann man dann ja sich notfalls nachmittags noch mal hinlegen, zum Beispiel. Auf der Arbeit auch. Ja gut, okay. Theoretisch.
Punkt für dich. Jetzt versuchst Das, du wieder irgendwo durchzuklitschen. oh, das sieht aus, als hätte er das geschafft. Zumindest sieht. Oh. Okay, Ja, nee, Mann. hat er doch nicht geschafft. Also er hat sich da irgendwo durchgeknippt, ist aber in Starren gelandet. Das wollte er halt nicht haben. Das sah aber ein bisschen falsch aus. Ja, also von der Grafik her schon. Wobei, Ah, nee, ich vielleicht sehe sollte gerade, es die so. Grafik soll so sein. Aber das sah ihm trotzdem irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja gut, egal. So, und jetzt machen wir im Grunde ja das Ganze casual quasi. Also wir können ihn jetzt quasi immer in dieselbe Position da ja, mehr oder weniger zwängen. Das machen wir uns halt zunutze, weil wir brauchen den Gegner halt, um da überhaupt durchzukommen. Und ja. So, Magic Man haben wir wieder vor uns. Den entzaubern wir aber ganz schnell mit der Tango Blade, das ist, glaube ich, ne? Ja, genau. Der Tango Blade. Ich finde es Moment, also. manchmal so schwierig zu sehen, wenn er die Iframes hat, wo er sich gerade befindet. Ach so, ja. Das Problem ist, er scheint mit 30 FPS zu streamen. Und das Spiel an sich hat ja 60 FPS. Das heißt, beim Übertragen vom Spiel wird halt jeder zweite Frame übersprungen. Und wenn genau Ah. das immer der Frame ist, in dem, also bei den Invincibility-Frames blinken wir, ja. Das heißt, wir sind immer sichtbar, unsichtbar, sichtbar, unsichtbar. Und wenn halt dieser Frame, der fehlt, der Frame ist, in dem Mega Man sichtbar ist, dann sieht es halt so aus, als wenn wir ganz verschwunden sind. Das könnte es erklären. Deswegen macht es tatsächlich Sinn, bei so alten Spielen am besten immer auf 60 Frames oder auf 60 FPS zu streamen. Wenn es halt die Leitung hermacht, muss man ja auch mal sagen. Ne? Und ist ja in Deutschland nicht unbedingt gegeben, leider. Wenn es So, stabil ist, passt genau. eher. So, Tango Man haben wir auch ganz schnell wieder besiegt mit dem Drill. Wie gehabt. Also da gibt es jetzt nichts Neues, was ich erzählen könnte an den Stellen. Und der finale Kampf, also die erste Phase des finalen Kampfes. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich bin eigentlich auch nicht der Hauptkommentator gewesen für das Spiel. Genau, die Writing Aber Machine. genau. Aber würde mich wundern, wenn es hier nur eine Phase wäre. Das wäre dann doch sehr enttäuschend, sehr antiklimaktisch, das Ende. Frage ist nur welche. Ja, das habe ich mir gedacht. Noch super Internet hier. So, ich weiß jetzt gerade nicht, was genau er da macht. Das sieht aber aus, als wenn er irgendeinen Glitch wieder machen will. Ja, wer Vor allem, weiß. er hatte nur noch einen Balken Leben. Ja. Ist er tot? Ja. Also den Tod an sich, das hat er jetzt mit Absicht gemacht, weil er irgendwas machen wollte. Ich weiß ja nicht genau was, aber irgendwas wollte er machen und dafür hätte er jetzt eh nicht mehr genug Energie gehabt. Sind eigentlich schon Rekorde gefallen, das weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt keine mitbekommen bisher. Weltrekorde sind jetzt noch keine gefallen. Das Einzige, was war bei dem einen Rhythm Game, hat der bei 4 Liedern seinen Rekord geknackt. Ah, immerhin. Man nimmt, was man kriegt, Und es quasi. waren zwei sehr spezielle Rhythm Games. Okay. Ich hatte das zweite halt so ein bisschen noch mitbekommen. Ja, genau, da hat er, glaube ich, 4 Lieder Highscore geknackt. Okay. Ich merke auch gerade, ich habe das Fenster aber noch offen. Gut, aber nachts fährt hier eh nichts lang, da geht das immer noch. Kann sein, dass ich das nachher dann zwischendurch mal schnell zumachen muss. So früh morgens, wenn dann die ersten Leute zur Arbeit fahren. Super im Sinne der Tankstellenwerbung, oh Gott.
Es sind, also teilweise sind es die WR-Halter. Du kannst bei jedem Run immer Ausrufezeichen WR eingeben. Ich habe es jetzt einmal gemacht. Genau, hier liegt der Weltrekord halt bei 35 Minuten 5. Und die PB, also die persönliche Bestzeit oder Personal Best von Mr. Cap, beträgt 39,34. Also er ist noch ja, knapp zweieinhalb, Quatsch, 4,5 Minuten langsamer als die PB, als der Weltrekord. So. Wobei man sagen muss, in den Mega Man-Spielen ist der Weltrekord meistens auch sehr optimiert schon. So, jetzt hatte ich gar nicht drauf geachtet, was er noch gemacht hat, aber er ist auf alle Fälle in der nächsten Phase. Der hat den eben besiegt, hat jetzt den Wily UFO als Gegner, wo er normalerweise Mega Buster oder Bass Buster nimmt. Achso, Time. Ach, ist schon Time? Okay, gut, dann Ach, baue ich nicht ist, oh, das ist doch Dr. weiter. Wily. Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Bei Rockman Forte, da weiß ich gar nicht, ob die zeitlich so an Mega Man X angelehnt sind oder ob das halt noch quasi der klassische Mega Man ist, den wir hier spielen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wenn es der Mega Man klassischen. und Bass. Achso. Aber wenn es der klassische Mega Man ist, dann macht es natürlich auch Sinn, dass wir gegen Dr. Wily Das ist wieder eine kämpfen. zweite Version von Mega Man 8. Achso, ah, okay. Gut zu wissen. Hallöchen. Guten Morgen. Guten Oh, Morgen. so möchte man doch geweckt werden, ne? Wie war eure Nacht bisher? Entspannt. Kurz. Also Oh. zumindest schlafen. Ja, ich habe vorhin einen Commentary verpennt. Ja, das passiert. Das, Oh. ich meine, ich hatte mir ja einen Wecker gestellt. Ich hatte mich ja gegen 22 Uhr oder so hatte ich mich hingelegt. Da hatte ich Maggot ja vorher noch geschrieben, dass wenn was ist, kann er mich jederzeit anrufen. Ich wusste schon, warum ich es geschrieben habe, weil geschlafen habe ich eh nicht. Also eigentlich hätte ich mir das hinlegen sparen können, weil im Endeffekt habe ich Däumchen gedreht und den Gang gestarrt. Mein Gott, warum nicht? Ja. Oh Mann. Nee, und ich bin ja vorhin lustigerweise quasi in dem Moment, in dem mein Commentary dann vorbei war, bin ich aufgewacht.